Hallo, mein Name ist Luca. Meine Damen und Herren, ich reagiere sehr gerne auf Inhalte von RTL. Warum hast du denn schon wieder Hunger? Weil du nicht gut kochst? Nun haben mir sehr, sehr viele Leute aus meiner Community, der Lu-Crew, in die Kommentare geschrieben, hey Luca, du musst unbedingt mal auf Dome reagieren. Ich wusste nicht, wer das ist, deswegen habe ich mal gegoogelt. Dom, große, meist künstlerisch ausgestaltete Kirche eines Bischofs mit ausgedehntem Chor. Wahrscheinlich soll ich auf eine Kirche reagieren. Dann hat Google mir als zweites Suchergebnis vorgeschlagen The Dome, eine TV-Sendung präsentiert von Daisy D, Sebastian Radke, Eva Habe. Ich glaube auch nicht, dass ich darauf reagieren soll. Doch dann ist euer Boy Luggi auf die glorreiche Idee gekommen, das Ganze einfach mal bei YouTube einzugeben. Und da gibt's wirklich eine Menge mit Domme. Wir widmen uns heute dem Video Best of Domme. Da schauen wir uns wie immer erst die Kommentare an. Es tut mir sehr wegen der Werbung leid, aber das hat leider RTL geschalten. Also an der Stelle RTL, falls ihr das sehen solltet, bitte schaltet nicht auf Werbung bei meinem Video. Wie soll ich sonst meine Frau und die 7 Kinder ernähren? Der Friseur ist weiblicher wie Domme. Okay. Die einzige Frage, die ich mir stelle, ist, wer hat die geschwängert? Wow. Domme wird schwanger in diesem Video? Da hat man doch gleich Bock auf eine Diät. Ich esse gerade selber eine Tüte Chips. Das Problem ist, dass ich glaube ich hiernach auch Bock auf Süßigkeiten habe. Ich kann da nicht mehr wirklich lachen, ich kann nur noch den Kopf schütteln. Ich glaube, so wird es mir und euch als Zuschauer jetzt auch gehen. Von daher starten wir jetzt mit der Reaction. In Leverkusen lebt die 140 Kilo schwere Dominique Gregori. Das erinnert mich gerade sehr hart an Hilf mir. Alles voll mit Süßigkeiten und da ist die Dominique. Ah gut, mal schauen, wie es weitergeht. Während ihre kleine Tochter Leonie im Wohnzimmer spielt, erfrischt sich die 23-Jährige mit einer Menge zuckerhaltiger Softdrinks. Süßigkeiten gehören bei der stark übergewichtigen Dominique zu den Grundnahrungsmitteln. Ja, wer kennt's nicht? Scheiß auf Wasser, scheiß auf Obst, Früchte, Gemüse, Brot, Süßigkeiten ist es A und O. Die 49-jährige Marianne Kleps ist die Tante von Dominique. Die geliebten Köstlichkeiten versucht Dominique in aller Hektik zu verstecken. Boah, wie dick man's dahin? Besseres ein als alles oh! Unter ihrer Wolldecke. Was ist? Was hat er? Oh, nee, bah! Domme! Da. Menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Grüß dich, Mann, bitte. Gut, hast du auch Gymnastik gemacht? Du bist ja außer Atem. Ja, ich muss mich schnell anziehen. Okay. Die sind ja beide nicht so die dünnsten, ne? Das ist ein Chaos, das ist ein Schweinestall. Ja. Du hast ein kleines Kind. Ja, das steht doch da. Ja, hier, mit Abfallsäcken, oder was? Das ist immer ein guter Anfang, oder nicht? Ach Mensch, tu mir doch selber nicht einen in die Tasche. Guck mal, hier überall Dreck. Guck dir mal den Tisch an. Guck mal hier, hier. Oh, ja. Bah, ist ja ekelig. Soll ich denn alle 5 Minuten sauber machen, wenn da was drauf ist, nee, oder was? Ja, natürlich. Ey, die sind ja beide totale Witzfiguren. Wie ich es immer sage, es geht nicht gegen die Schauspieler oder so, um Gottes Willen. Das können ja die nettesten Personen der Welt sein, aber die gespielten Rollen, das sind ja mal, komm. Als Mutter bist du dazu verpflichtet. Du hast ein kleines, nettes Mädchen und dafür bist du verantwortlich. Und die kann nicht in so einem Dreckstall wohnen. Du fühlst dich doch... Die Domme lacht einfach. Ich bin so geschockt hier von allem, weißt du das? Kannst du... Was ist das denn hier? Oh, nee. Das ist doch jetzt ein Scherz, ne? Nee, siehst du doch, dass es kein Scherz ist. Da komme ich hier rein, setz mich aufs Sofa. Da gibt es einen Knall. Da habe ich gedacht, ich werde hier erschossen oder das Sofa bricht zusammen. Da hat die da tausende von Tüten, Chips und Süßigkeiten. Das Ding ist, dass das Video, was wir schauen, ja ein Best-of-Domme insgesamt ist. Das heißt, diese erste Szene, die wir uns jetzt gerade angeschaut haben, also Domme mit ihrer Tante und dem Kind im Wohnzimmer, das war jetzt nur ein Teil des Best-ofs und es ist jetzt abgeschlossen. Das heißt, jetzt kommt eine andere Szene aus einer anderen Folge. Oh, war mir das peinlich. Dann fing Marianne da in den Friseur. Das ist... Diese Einblendungen von RTL 2. Kann Männer ohne Hilfe um den Finger wickeln? Wer sich die ausdenkt, der hat echt einen Preis verdient. Nun verwandelt der Maestro Dominiques wilde Haarmähne in ein kleines Kunstwerk. Doch Marianne kann es einfach nicht ein lassen. Kleines Kunstwerk. Ständig mischt sich die 49-Jährige ein. Einmal ganz kurz. Die Haare von der Domme sehen aus, als hätte die einen Schlüssel auf den Kopf gesetzt bekommen, einmal drumherum geschnitten. Dominique hat selbst überhaupt nichts mehr zu sagen. Mhm. Die frustrierte 23-Jährige stibitzt deswegen heimlich den Keks ihrer Sitznachbarin.
Da stibitzt sie da einfach den Keks weg. Ich glaube, mein Schwein pfeift aus dem letzten Loch. Okay. Immer wenn die Domme frustriert ist, haben wir ja gelernt, isst sie was. Aber dass sie dann auch den Keks vom Nachbarn klaut, ist... Mal schauen, ob sie erwischt wurde. Das gehört der Frau nebenan. Gott soll den Keks, hat sie doch gar nicht gesehen. Also bitte. Soll ich die Kekse holen? Ja. Ja? Da klaut die Domme von der anderen Frau nebenan den Keks vom Kaffeeteller. Also das kann jetzt bekommt hier so einen Frühstückskorb mit 4 Millionen Keksen. Während ihre Haare immer schöner werden, lässt es sich die 140 Kilo Frau richtig gut schmecken. Der Friseur leistet ganze Arbeit und aus der unscheinbaren... Der Friseur leistet ganze Arbeit und dabei blenden die das blenden die da ein. Ey, Cutter von RTL müsste man sein. Du kannst alles machen einfach. Aus der unscheinbaren Dominique ist ein schöner Schwan geworden. So, bitteschön. Und, gefällt's dir? Ja, super. Jetzt wird sie auch noch geschminkt. Richtig klasse. Krass. Mama Janne. Du siehst richtig, richtig toll aus. Muss ich wirklich sagen, die Domme sieht besser als vorher aus. Noch immer nicht in meinen Augen so, dass ich sagen würde, hey, Domme... Bin ich bereit für ein Date mit Lurz. Aber auf jeden Fall besser als vorher. Marianne, danke schön. Du bist die Beste. Oh, voll durch meine Haare. Heiß ja cool. Jetzt kommen wir das. Ja. Ich dachte erst, okay, wenn sie jetzt rausgeht, nimmt sie sich wahrscheinlich noch einen Keks mit. Nee, sie nimmt sie eine ganze Hand mit. Dominique ist frustriert. Zum ersten Mal hat ihr ein Arzt das gesagt, was ihre Tante bereits seit Jahren predigt. Die 23-Jährige ist krankhaft dick und muss dringend abnehmen. Aus Frust beginnt sie wieder zu essen. Marianne. Das ist ja so, wie wenn dir einer sagt, yo, aufgrund des ganzen Rauchens ist ihre Lunge völlig am Arsch und dann bist du so genervt davon, dass du dir erstmal eine Fluppe anmachst. Wir sind übrigens gerade wieder in einer neuen Szene in dem Best-of. Also nur zur Info. Die hat lediglich gesagt, dass du eine Diät machen sollst unter ärztlicher Aufsicht. Keiner hat gesagt, dass du in die Psychiatrie musst oder so. In die Psychiatrie? What the fuck? Wo lebt ihr denn? Die ist einfach nur ein bisschen zu dick. No shit, das ist halt wirklich nichts. Ja, was heißt nichts Schlimmes? Es ist halt schon gesundheitlich jetzt nicht so gut, aber... Wenn man ein bisschen mehr Kilos auf Rippen hat, das ist doch jetzt nicht schlimm. Traurig isst Dominique ihren Pfannkuchen mit Schokoladencreme weiter. Wahnsinn. Sie wird bewusst, dass sie krank ist und endlich ihren leiblichen Vater finden muss. Oh! Okay, Domme weiß auch nicht, wer ihr leiblicher Vater ist. Also sie hat gerade zwei Dinge. Also einmal das Gewicht und ihren Vater, was sie jetzt in den Griff kriegen muss. Jetzt gehen wir zu der Ärztin zurück und besprechen alles mit ihr. Und dann ist das heute der erste Tag in dein neues Leben. Respekt, Domme. Wirklich, ich habe sehr großen Respekt vor Leuten, die sagen, hey, komm, ab jetzt, aber wir wissen ja noch nicht, ob sie durchziehen wird. Aber ich selbst habe mir das auch für das Jahr 2019 vorgenommen, dass ich nicht jede Woche zwanghaft 5-6 Mal ins Fitnessstudio gehen will, sondern so 2-3 Mal. Einfach um fit zu bleiben, Ernährung ein bisschen anpassen. Gestern haben wir halt Fat Burger gemacht. Ja, war Cheat Day. Nach dem intensiven Gespräch suchen Marianne und Dominique nochmals die Ärztin auf, um ihre Hilfe in Anspruch zu nehmen. Sinnvoll wäre auch, wenn Sie mal über einige Tage aufschreiben würden, was Sie jeden Tag essen, aber wirklich alles, also inklusive der Getränke, der Soßen. Ach du Kacke. Da braucht die ja 4 Blöcke pro Tag. Sie werden nur abnehmen, wenn sie deutlich weniger Kalorien zu sich nehmen, als sie verbrauchen. Das ist ja gerade das Ding. Viele Leute, die abnehmen wollen, die denken einfach nur, hey, ich esse doch schon weniger, ich nehme trotzdem noch weiter zu. Ihr müsst, und das ist so simpel, wie man abnimmt, einfach weniger essen von dem, was man verbraucht. Das sind hier Ernährungstipps mit Luca. Dann nehmen Sie das erstmal für die nächsten paar Tage zur Orientierung. Boah! Gemüsesuppe, Rohkostteller mit Käse. Da kriege ich ja schon Kotzen, wenn ich das allein lese. Krass. Wir werden jetzt zusehen, dass wir das in Angriff nehmen und mal die richtige Suche starten, okay? Also, krass. Ja. Alles klar. Dann okay, wir gehen Dank, das echt an. Ist doch ein schönes Ende.
Die Domme geht's an mit der Gewichtsabnahme und findet ihren Papa dann demnächst. Ich dachte mir, ich muss auf jeden Fall mal auf Domme reagieren. Deswegen war ich ganz froh, dass ich dieses Best-of gefunden habe. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne mal einen Daumen hoch bei diesem Video da. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, auf was ich als nächstes reagieren soll. Und